Was für ein verrücktes Bahnradfinale im Teamsprint. Vielleicht mussten sich Christina Vogel und Miriam Welte noch kneifen, um das zu begreifen. Obwohl sie das Finale gegen China verloren und sich über Silber freuten, waren sie mit einmal Olympiasieger. Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Silbermedaille, weil das mein Ziel war, mit der Christina zusammen hier bei den Spielen eine Medaille zu gewinnen. Und dann standen wir bereit für die Siegerehrung und waren am BBC-Counter. Und da hat die Reporterin mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ey Miri, guck mal, die haben hier gerade das Ergebnis geändert. Die haben die Chinesen distanziert. Und ich konnte es irgendwie gar nicht glauben, habe der Christina auf die Schulter geklopft und habe gesagt, ey, wir haben Gold. Und ja, es war unbeschreiblich, also echt toll. Da kann man vor lauter Freude schon mal distanziert mit disqualifiziert verwechseln. Egal, Gold am grünen Tisch wegen eines Wechselfehlers der Chinesinnen. Ja, wir haben sehr hart zusammengearbeitet die letzten Jahre, weil unser Ziel war, hier im Teamsprint gut zu fahren. Haben uns super gut unterstützt, immer wenn irgendeiner von uns ein bisschen geschwächelt hat. Und von daher, also wir wollten das zusammen und wir haben heute im Team gewonnen.